Guten Abend aus Köln, Leute. Heute ausnahmsweise mal nicht guten Morgen beim Vlogdown Nummer 3 sind wir, glaube ich, mittlerweile. Denn viele von euch haben sich gewünscht, es gibt sie endlich nach 3,5 Jahren. Eine Roomtour hier aus meiner kleinen, aber feinen Wohnung in Köln. Und wir sind gerade zusammen mit Lisa hier im Flur. Eigentlich ist meine Wohnung, aber ich sag eigentlich, weil es gab ja Anfang des Jahres schon den Lockdown und seitdem ist irgendwie Lisa mit hier in dieser Wohnung. Du hast eigentlich eine eigene Wohnung, ne? Ja, sie existiert. Das ist, glaube ich, richtig. Gefühlt ist Lisa nämlich hier eingezogen, aber eigentlich faktisch auf dem Papier nicht. Meine Wohnung hier. Dann, du stehst, solange du mit deinen Weihnachtssocken oder was das da ist, auf meinem Flur. Heißt das, ich muss auch nicht mehr putzen? Doch. Du könntest mal anfangen vielleicht. Was? Ja, aber Lisa hat mir tatsächlich geholfen, doch mal Kabelmanagement gestern zu machen. Hier, das heißt, die heute. Dachte ich mir, komm, jetzt ist auch mal vorzeigbar. Jetzt könnt ihr das sehen hier. Wir fangen an, Max die Kamera übernehmen. Das könntest du mal machen. Sehr gerne. Hier. Also, wir sind im Flur. Wie gesagt, es ist eine kleine Wohnung. Auch ein relativ kleiner Flur. Aber ich habe noch Schlafzimmer, ich habe Bad, ich habe einen Abstellraum. Aber was ihr heute zu sehen bekommt, ist gleich das Wohnzimmer. Nur, was wir hier schon mal haben, ihr seht, ich habe überall Bilder an den Wänden. Und wer meine alten Roomtours kennt, aus dem YouTube-Haus zum Beispiel damals. Auch da habe ich schon überall halt so Fotos gehabt, Erinnerungen. Und die Inspiration dafür habe ich von meiner Mutter, weil die hat immer zu Hause schon bei uns Kinderfotos von uns allen halt aus all den Jahren überall hingehangen. Der ganze Flur, immer in den Treppen so seitlich hoch. Wir haben auch in verschiedenen Wohnungen gewohnt und Häusern gewohnt, immer wieder umgezogen. Aber das war so eine Konstante. Überall waren Fotos. Und das finde ich einfach richtig schön, weil man immer an die Fotos guckt und sich dann an die Situation erinnert, was da war. Und es ist halt so, wenn man einfach ganz normal im Alltag unterwegs ist, egal ob man morgens aufsteht oder abends nach Hause kommt, so man sieht die Fotos und ja, ist einfach immer was Schönes, was Positives. Hier haben wir zum Beispiel von meiner Familie hier oben. Das hier war letztes Jahr der Start unserer Longboard-Tour nach Holland an die Rennstrecke nach Zandvoort. Hier sind wir in Kolumbien gewesen mit meinem alten Kameramann Paul. Eine mega coole Sache ist ja mit Fairtrade eben unterwegs, war mit Daniel auch von Fairtrade. Und an einem Tag sind wir durch den Dschungel gewandert bis zu einem Wasserfall und dann von dem runtergesprungen. Richtig cool. Ja, wer das hier ist, weiß ich tatsächlich nicht. Nee, das ist das allererste Foto von Lisa und mir, glaube ich. Ja, und hier unten bei 25. Geburtstag letztes Jahr zusammen mit Daniel Abt sind wir da gewesen auf Mallorca und da hat er als Überraschung, haben die so eine Yacht da organisiert. Ich wusste nichts davon. Das war schon richtig cool. Wir haben den ganzen Tag darauf verbracht. Das kleinste Hotel der Welt als Kontrast in Tokio mit meinem Bruder zusammen. Ach, viele coole Sachen. Ich glaube, wenn wir jetzt jedes Foto durchgehen, wird es vielleicht ein bisschen viel. Aber ihr seht, hier sind auch noch Fotos. Es geht weiter. Es sind überall Fotos. Weil ich habe eine kleine Wohnung und deswegen nicht ganz so viele Wände. Aber das ist jetzt der eine große Raum, der für ganz viele Sachen halt herhalten muss. Ich nenne jetzt einfach mal diesen Bereich. Das ist praktisch mein Wohnzimmer. Dann habe ich hier meinen Aufnahmebereich und wenn ihr euch nochmal rumdreht und ein bisschen zurückgeht, habt ihr hier die Küche. Ihr müsst nochmal eigentlich zurückgehen, damit ihr seht, die Küche geht mittlerweile bis hier. In Vlogs hat man ja immer schon manchmal so ein bisschen gesehen, was hier von der Wohnung. Und dann viele geschrieben, ist nicht ein bisschen klein, aber es ist keine größere Wohnung. Und die Antwort ist ganz einfach. Ich habe keine größere Wohnung bisher gefunden, die so cool ist wie diese Wohnung. Ich bin seit 3,5 Jahren hier und hatte auch davor größere Wohnungen und habe damals bewusst mir aber gedacht, weil ich auch wieder alleine gewohnt habe, ich möchte was Kleines, Gemütliches, nur für mich so. Meine Wohnung vorher war dreimal so groß wie die hier. Und zu zweit war es okay, aber als ich halt alleine da gewohnt habe, war es einfach, das war mir zu groß. Und ich fand es richtig cool, hier so eine Wohnung zu haben. Und über die Zeit ist diese Wohnung einfach so richtig zu meinem Zuhause geworden. Ich habe mich noch in keiner eigenen Wohnung so wohl gefühlt wie hier. Weil ich halt auch ganz viele Sachen, Erinnerungen aus der ganzen Welt, wie zum Beispiel Fotos, aber auch andere Sachen hier in der Wohnung verteilt habe. Weil wenn man halt in der Wohnung wohnt, so ein Jahr oder ein paar Monate, hat man so die Basics. Aber mit der Zeit erst fallen einem halt tausend Sachen ein. Das will ich hier noch haben, das will ich hier noch haben, hier könnte ich das noch besser machen. So wird es einfach dann irgendwann zum Zuhause. Und hier in dieser Wohnung fühle ich mich einfach zu Hause. Deswegen komme ich damit klar, dass sie eigentlich für viele Sachen ein bisschen zu klein ist mittlerweile. Vor allem, wenn auf einmal halt man nicht mehr hier alleine wohnt, sondern noch jemand so gefühlt fast jeden Tag da ist. Fühlt sich ein bisschen, als ob das so ein kleiner Kritikpunkt ist, so verdeckt so ein bisschen, ne? Soll es gar nicht sein. Hint, hint. Das ist schon okay. Geh, schon okay. Geh wieder. Ich wollte dich nur erinnern, du hast auch eine Wohnung, du zahlst auch Miete für, ne? Ja, das ist eigentlich das Traurigste an der gesamten Sache. Also deine Pro-Tagesmiete ist deutlich höher als meine, muss man dazu sagen. Ein Hotel wäre wahrscheinlich günstiger. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber darum geht es ja gerade. Es geht ja um die Roomtour hier. Um die Frage ordentlich kurz zu beantworten, warum ich keine größere Wohnung habe, würde ich eine Wohnung genau wie die hier mit all den Vorteilen, die sie hat, finden, die aber einfach nur größer ist, würde ich sofort machen. Aber finde ich nicht. Ich gucke immer mal wieder rein, gibt es irgendwie nicht. Irgendwann wahrscheinlich ja, aber noch bin ich auf jeden Fall happy so und nutze lieber den Raum aus, den es so gibt. Fangen wir mal der Küche an. Das ist ja praktisch der eine Bereich hier. Ganz normale Küche, nicht besonders groß, aber jetzt auch nicht super klein. Also man hat ganz normal Herd, kannst alles kochen, Spülmaschine ist mit am Start. Kann meine Vorräte hier hin tun. Was halt fehlt, ist zum Beispiel für Kartoffeln oder auch sowas wie hier eine Zwiebel. Das muss alles irgendwo so mehr oder weniger offen stehen, weil es nicht genug Platz gibt. Ich habe auch schon so Sachen wie hier Brot, dass das da drin ist und dass man den Platz da doppelt drauf nutzt. Mikrowelle ist hier oben, wo niemand hinkommt, da kann eigentlich nur ich bedienen. Auch der Wasserkocher hier oben.
Manche sagen, es ist gefährlich, aber für mich ist es gar nicht gefährlich, weil ich komme jetzt nur mal daran. Viele fragen, warum haben wir eine Kapsel-Kaffeemaschine? Also ich trinke ungefähr einen Kaffee in der Woche gefühlt. Lisa trinkt halt ein paar mehr. Ich habe sie halt damals für mich gekauft. Ich finde, du hättest damals einfach schon an mich mitdenken können. Und dir denken können, die Lisa, die trinkt aber ein bisschen mehr Kaffee. Ich kannte dich dann auch gar nicht, als ich gekauft habe. Ist halt nicht das umweltfreundlichste. Wenn ihr Tipps habt für gute kompostierbare Kaffeekapseln, die auch schmecken, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ganz wichtig, Leute, wir tun immer Sirup rein. Normalerweise Karamell statt Zimt, aber ist mal wieder leer. Dann schmeckt er tatsächlich ganz gut, ja? Auch wenn er nicht an Automaten oder French Press oder was auch immer man da alles machen kann, rankommt. Aber ich bin nicht so der Kaffeespezialist. Darf ich mal gerade einmal Props an deine Kameraleute geben? Warum? Das ist übelst anstrengend. Schwer? Ja. Sei froh, dass du nicht Gimbal hältst. Das ist noch schwerer. Ich hab morgen Muskelkater. Ja, aber ist doch gut. Ein bisschen trainieren. Bisschen Sport. Darf man jetzt im Lockdown nicht ins Fitnessstudio kommen? Siehst du? Ich gehe auch sonst nicht ins Fitnessstudio. Ja, du tust wenigstens so. Du bezahlst dafür, aber gehst nicht. Das Schlimmste, was man machen kann. Ja, ein bisschen Gewürze ist hier mittlerweile am Start. Tatsächlich habe ich mittlerweile so seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, mittlerweile sogar fast seit zwei Jahren, habe ich angefangen, ein bisschen zu kochen mehr. Was ich früher praktisch gar nicht gemacht habe. Habe ich fast jeden Tag bestellt oder irgendwie fertig geredet. Mittlerweile koche ich ein bisschen. Habe auch meinen Spaß dran. Probieren auch hier gerade HelloFresh übrigens aus. Kein Product Placement. Zahlen wir alles selbst. Lisa bezahlt das. Stimmt, du bezahlst das. Aber das ist ganz geil, weil dann bekommt man halt die passenden Zutaten genau für zwei Portionen. Manchmal wären drei besser. Wir wollen es auch umändern auf drei Portionen, weil wir essen dann doch zu viel. Es geht voll ins Detail rein, ne? Aber ich dachte, wenn ich schon mal alles zeige, dann zeige ich euch alles. Zum Beispiel hier, aus meinem Adventskalender, war diese wunderschöne Keksdose. Und was haben wir drin? Jede Menge Süßigkeiten. Also, das ist sozusagen der eine Küchenbereich. Und das Schlimme daran ist das einzig Schlimme eigentlich, der alte Kühlschrank. Der ist nämlich richtig klein. Da passt kaum was rein. Das hier ist das Eisfach. Auch nichts, was sozusagen da reinpasst. Und deswegen habe ich über zweieinhalb Jahre immer halt den Stress gehabt, dass ich nicht genug Sachen da reintun konnte. Irgendwann kam es dann dazu, dass ich mein altes Arbeitszimmer, ja, richtig gehört, das war mein Arbeitszimmer, ersetzt habe, umgebaut habe. Eigentlich hatte ich hier immer meinen Schreibtisch und so ein kleines Gaming-Setup. Irgendwann hatte ich sogar in dieser Ecke hier meinen Rennsimulator. Also, da war auch jeder Zentimeter ausgenutzt. Und da stand aber noch kein neuer Kühlschrank hier. Wie gesagt, ne, ich habe über zwei Jahre ausgehalten den Mini-Kühlschrank, aber es war so nervig irgendwann. Und deswegen habe ich jetzt einen riesigen neuen Kühlschrank mit Schubladen sogar, ne? Mit Schubladen hier für Eiscreme. Ja, jede Menge Eiscreme ist auf jeden Fall am Start. Und hier oben eben Türen, damit das alles auch genau passt, ne? Die kannst du genau hier schön aufmachen. Und noch so eine 0-Grad-Zone. Dann hast du nämlich hier unten zum Beispiel Erdbeeren oder Äpfel halten viel, viel länger da drin. Aber es geht nicht um Kühlschränke, sondern um den Rest der Wohnung. Also, dann haben wir hier Wohnzimmer. Finde ich immer noch richtig gemütlich, vor allem eben auch mit dem Hochflorteppich, der hier ist. Und mit dem Couch-Sofa-Sessel-Ding, was damals dachte, was irgendwie so eine geile Idee ist. Denn man kann das ganze Ding hier verstellen und deswegen hier den schönen Ausblick genießen. Ich meine, jetzt ist gerade dunkel, ich weiß nicht, wie viele seht, aber ich nehme mich mal kurz selbst mit. Das ist Köln, das ist natürlich der Main Selling Point von dieser Wohnung. Und bekannter Vormieter, Simon Unge, mit dem ich tatsächlich ja im YouTube-Haus vorher auch im selben Haus gewohnt habe. Dann sind wir beide umgezogen, hier in die Ecke von Köln. Und als er dann aber nach Hamburg gezogen ist damals und jetzt nach Madeira, hat er die Wohnung hier aufgegeben und ich habe ihm sofort gesagt, Simon, ich brauche deine Wohnung. Ich war davor schon häufiger zu Gast hier und fand es immer so cool, dass allein wenn man hier halt auf die Terrasse rausgeht, das hier sieht, das ist schon richtig cool. Ich liebe Köln, ich bin jetzt seit über 7,5 Jahren bin ich jetzt hier. Das ist die Stadt, in der ich am längsten gewohnt habe. Ich bin ja in meiner Kindheit relativ viel umgezogen immer wieder. Und in keiner Stadt war ich so lange am Stück wie hier in Köln. Und ich liebe es auch, wenn man über die Brücke nach Köln nach Hause kommt. Jeder Kölner kann das, glaube ich, nachvollziehen. Wenn du den Dom beleuchtet siehst, dann weiß man so, oh, ich bin wieder zu Hause. Das ist jedes Mal so schön. Und diesen Blick habe ich praktisch in fast noch besser hier von meiner Wohnung aus. Köln ist nicht die allerschönste Stadt, so wurde ja im Zweiten Weltkrieg ziemlich zerbombt. Deswegen sind viele Zweckbauten und so da. Aber ich finde trotzdem, durch den breiten Rhein, der halt so die ganze Stadt einmal durchteilt und so ein bisschen Ruhe reinbringt und dann eben das Beleuchtete, insbesondere natürlich vom Dom dahin, hat Köln einfach so was ganz Besonderes. Ich finde es einfach schön hier. Und das ist der Hauptpunkt an dieser Wohnung, der natürlich so mega geil ist, dass ich diesen Ausblick habe und mir kann eigentlich niemand hier reingucken. Deswegen habe ich alle Fenster immer ordentlich auf. Ich kenne es so aus alten Wohnungen, ich bin aber jemand, ich fühle mich so ungern so beobachtet. Als YouTuber ist vielleicht nochmal mehr so ein Fall. Aber in vielen, vielen Stadtwohnungen hast du ja direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite Leute auf der gleichen Höhe mit Fenster. Und dann guckt man sich immer gegenseitig an und ich finde das irgendwie ein bisschen weird. Und dann macht man häufig irgendwie so Vorhänge davor, was auch schade ist, weil man nichts mehr draußen sieht. Hier so, mit dem Blick nach draußen. Richtig nice. Aber damit kommen wir zum neuesten Bereich meiner ganzen Wohnung, denn das hier ist mein Arbeitszimmer, würde ich jetzt fast sagen. Das ist natürlich kein Zimmer, es ist abgetrennt auf der Rückseite vom Fernseher. Ja, also früher war der ganze Fernseher mit allem, was war, hier an der Wand. Und da war natürlich das hier alles nochmal viel, viel großzügiger. Und das habe ich auch voll genossen. Also das, was ich am meisten vermisse eigentlich, dass man so ein großzügiges Wohnzimmer hat. Ne? Das war einfach hier, Fernseher stand da und hier hat man so viel Freiraum und so. Man konnte sich bewegen, man konnte noch entspannter mit mehr Leuten hier sitzen. Jetzt, wenn wir Gäste haben, muss man es halt so ein bisschen rüberschieben praktisch, den Tisch. Und dann kann man hier die Küchenstühle hin tun. Aber ja, ist ja eh Lockdown. Darfst ja eh eigentlich, oder solltest du möglichst wenig Gäste haben. Ich sag's in den meisten Fällen, das sind eigentlich immer zu zweit. Das ist so extrem selten. Mein Bruder war letztens mit seiner Freundin da. Aber ansonsten sind wir hier zu zweit. Wenn wir aber nochmal hier wohnen,
Wohnzimmer sind. Bestes Feature vom Tisch hier. Es ist nämlich gleichzeitig auch ein Esstisch, denn man kann hier so schön hochfahren. Und dann ist er genau perfekt hier, wenn man noch den Sessel ein bisschen wieder rüberfährt und den anderen hier. Dann kannst du hier halt schön sitzen und essen und zum Beispiel eine Serie nebenbei gucken, wenn man das macht. Oder man einfach so gerade halt keinen Bock hat, irgendwie am Küchentisch zu sitzen und zu essen, sondern entspannter irgendwie hier. Finde ich sehr, sehr nice, so ein Tisch auf jeden Fall. Aber zurück zu meinem Arbeitszimmer. Ich weiß, es ist kein echtes Arbeitszimmer, aber trotz dieser Fernsehabtrennung finde ich, es ist irgendwie mit der kleinen Lichterkette hier, es ist irgendwie ganz süß geworden. So, das kann man schon so machen. Und selbst dieses Arbeitszimmer ist wieder zweigeteilt. Ich habe auch so ein bisschen meine kindliche Faszination für diese IKEA-Apartments ausgelebt, muss ich sagen. Weil Kinder diese IKEA-Apartments, die so auf diesem kleinen Raum so alles so perfekt haben, fand ich immer voll cool. Und mehr oder weniger gezwungenerweise muss ich das halt auch machen. Also, hier Arbeitszimmer und gleichzeitig Gaming-Setup. Also, ich könnte das Tastatur wegtun, dann kann ich mein Laptop hier noch hinstellen. Aber ansonsten so ist sozusagen normalerweise. Zu dem Bildschirm sieht so ein bisschen aus wie bei so einer Kaufhausüberwachungsstation oder so. Ich brauche 3 Monitore. Das habe ich auch seit kurzem hier. Davor war es richtig Mist immer. Denn hier ist sozusagen mein Hauptmonitor. Hier zocke ich drauf. Ich mach's einmal an hier, damit man so sieht. Weil der fährt kurz hoch. Währenddessen werde ich noch kurz Fotos zeigen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich wollte noch so ein paar Lieblingsfotos von mir zeigen. Zum Beispiel hier. Auch eines meiner Lieblingsfotos aus der UFO-Zeit. Mit Freddy im Hintergrund. Ich glaube, da ist Philipp. Izzy war dabei. Da haben wir das ganze Zimmer im UFO von Paluten nämlich mit Bällen geflutet, ein richtiges Bällebad rausgemacht. Und das irgendwie verkörpert das für mich so ein bisschen die UFO-Zeit. Dass wir da zusammen auch manchmal kompletten Quatsch einfach nur gemacht haben, aber trotzdem eine gute Zeit hatten und auch viel geilen Content für euch produziert haben. Also sehr gute Erinnerungen auf jeden Fall an die UFO-Zeit. Da oben zum Beispiel auch hat Revi mich geprankt, mein Gesicht 1000-mal ausgedruckt und da in mein Zimmer gehangen. Ich hab's dann wieder zurück zu ihm gehangen. Oder hier, der Videopreis, den mir Julian Bam überreicht hat. Das war auch irgendwie so eine voll schöne Wertschätzung für all das, was ich viele, viele Jahre lang so gemacht habe. Nordtrip mit Izzy zusammen haben wir die Nordlichter da auf dem Schiff gesehen. Und ich könnte euch, glaube ich, zu jedem Bild hier was erzählen. Vielleicht mache ich dazu nochmal später nochmal ein Video. Ja, aber nur der Vollständigkeit halber. Hier unten, das war unser Hashtag Roadtrip mit einer 7 dann noch drin. Und das war das erste Mal, dass wir so eine YouTuber-Reise gemacht haben. Also wir ein paar YouTuber, Tan und A, die Izzy, Sebastian Kluge war dabei, Lotri, Flo Vlog. Wir haben uns dabei jetzt gedacht, ey, wir haben ja keine Arbeit gerade, wir können jetzt einfach mal einen Roadtrip machen und geile Videos davon machen. Und dann haben wir es auch einfach umgesetzt und sind losgefahren, bis nach Ibiza runter und wieder hoch. Mit vielen Stationen in verschiedenen Ländern. So eine geile Zeit und irgendwie so ein Startschuss für viele YouTube-Projekte. Also auch sehr gute Erinnerung. Das ist mit 2 meiner Geschwistern. Das ist Weihnachten gewesen, wahrscheinlich 2013. Und ich bin leider wenig bei meiner Familie oder mit meinen Geschwistern, aber Weihnachten jedes Jahr. Und es ist irgendwie auch so eine schöne Erinnerung, das jedes Jahr zu haben irgendwie. Hier oben ist ein unscheinbares Bild, aber das ist zusammen mit Simon, als wir noch im YouTube-Haus waren. Die Zeit im YouTube-Haus war halt so das erste Mal, dass ich wirklich Vollzeit YouTube gemacht habe, dass ich nicht mehr studiert habe und mich voll darauf konzentriert habe und es alles funktioniert hat. So, ne? Ihr habt zugeschaut und ich konnte das wirklich als meinen Job bezeichnen und habe auch gesehen, es wächst und wächst und wächst immer weiter und das ist gerade echt, was wir machen. Und ich habe richtig viel Spaß bei der Sache gehabt, aber auch richtig hart gearbeitet, ja, auch wenn es Gaming-Videos waren, aber dann gab es halt mal 3 oder sogar 4 Stück an einem Tag. Meine Woche war voll geplant und zwar am Wochenende auch mit Termin zur Aufnahme, zum Schneiden, hier und da das machen. Dann gab es mal Coke TV, wo ich dann immer nach Berlin geflogen bin, um das zu machen. Freizeit gab es in der Zeit kaum. Aber trotzdem halt wirklich eine der besten YouTube-Zeiten. Und das ist irgendwie so eine schöne Erinnerung, wo ich dann bei Simon unten auf dem Boden im Zimmer sitze, einfach nur ein bisschen quatschen, austauschen und so. Ja, Longboard-Tour sowieso, ne? Ist ja klar. Mit das coolste YouTube-Projekt, was wir gemacht haben. Hier oben drüber habe ich meinen YouTube-Play-Button bekommen, gleichzeitig mit Simon Unge auch. Und das ist genau der Button, der auch hier hängt, eben für die 1 Million Subscriber. Das ist noch der erste Button. Also wenn er bei irgendwelchen YouTubern anders aussieht, die haben das dann mit der Zeit geändert. Aber das ist der Original-Button, wie der früher aussah. Und ja, große, große Ehre auf jeden Fall, so ein Ding bekommen zu haben. Gehen wir mal rüber zum Gaming-Setup. Hier sitze ich also, wenn ich jetzt Let's Plays mache. Also wenn ich Minecraft zum Beispiel aufnehme, dann habe ich hier halt meinen Hauptmonitor, auf dem Minecraft ist. Dann hier oben das ganze Aufnahmeprogramm und hier taucht auch der Chat dann auf an der Seite. Wenn ich den Chat aber noch größer machen will, kann ich den jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm machen oder in der Aufnahme zum Beispiel ein TNT-Duplikator-Bild, damit ich weiß, was ich irgendwie nachbauen muss. Alles irgendwie auf einem kleinen, kleinen Schreibtisch, der perfekt aber dann hier eben bis zur Kante geht. Denn den ganzen restlichen Platz brauche ich natürlich drüben für meinen Rennsimulator. Ich kann hier natürlich noch mein Licht irgendwie so anmachen, wie ich das brauche. Hab meine Kamera, die über HDMI dann reingeht in den PC. Kann mir mal jemand sagen, dass meine Haare gar nicht liegen? Was ist das denn hier? Oh. Hätte man auch mal irgendwie was sagen können, ne? Ich finde, du siehst aus wie immer. Klasse, das macht's halt nicht besser, aber alles gut. Hä, ich finde wirklich. Das macht's nicht besser. Ich sage, es sieht nicht gut und du sagst, ja, wie immer. Das war gerade deine Aussage. Kannst du das dann bitte nochmal klarstellen? Ich revidiere meine Aussage. Aha. In was? Das weiß ich nicht, aber ich möchte heute noch nicht auf dem Sofa schlafen. Wow. Kann sich niemand dazu hinreißen, zu sagen, doch, sieht ganz okay aus. Nein, es sieht supi aus. Das liegt halt auch daran, weil ich deine Haare ja gerade gemacht habe. Nee. Hey. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass ich hier Locken habe, Leute. Ich habe halt 7 Jahre die gleiche Frisur gehabt und jetzt habe ich auf einmal hier Locken. Manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es komisch. Ich habe was Cooles gemacht nämlich. Also ihr werdet es vielleicht nicht cool finden, aber für mich war es immer ein Riesenstress mit 5 Bildschirmen, dass ich überhaupt gefunden habe, wo welches Ding jetzt aufgegangen ist. Jetzt habe ich eine Lösung gehabt. Mit Display Fusion konnte ich jetzt nämlich hier zum Beispiel einen Shortcut machen, die 3 Tasten und jetzt drücke ich 2. Und jetzt seht ihr, alle Bildschirme hier
gehen aus. Und jetzt seht ihr, hier ist nichts mehr, aber hier drüben ist jetzt in meinem Rennsimulator alles offen, was ich brauche. Also Minecraft macht jetzt wenig Sinn, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Formel 1 aufnehme oder iRacing trainiere für meine Rennen, kann ich das alles hier machen und habe hier einen zweiten Monitor, dass hier mein Aufnahmeprogramm dann drauf ist oder eben auch Livestream-Chat und so weiter. Nicht so groß wie drüben, aber trotzdem fürs Racing ist halt geil, muss mich eh voll hier konzentrieren, aber so einen kleinen extra Bildschirm zu haben. Meine Maus habe ich hier am Start, meine Tastatur nehme ich mir dann hier rüber, dass ich, wenn ich irgendwas hier machen muss, und so habe ich alles am Start. Das ist echt geil, dass ich das halt so mittlerweile habe. Und ja, ansonsten hier oben, Leute, auch eins meiner Lieblingsbilder auf jeden Fall. Der Sieg in der GT4 Germany letztes Jahr, also größter Rennerfolg, den ich hatte. Abgesehen selbstverständlich vom Sieg bei der TV Total Stocker Crash Challenge 2013 gegen Stefan Raab. Und in dieser Ecke habe ich halt versucht, alles, was so racing-mäßig ist, wie man sehen kann, das hier zu versammeln, weil das ist ja praktisch mein Racing-Zimmer. Und ja, eins der coolsten Bilder sowieso von der Longboard-Tour. Und ja, damit habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Wie gesagt, keine riesen Wohnung. Deswegen hat man mich auch privat verhalten. Aber das hier zumindest habt ihr jetzt mal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Wohntour. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch einen anderen Vlog von Lisa und mir hier sehen wollt, dann klickt einfach hier oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Lockdown wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao. Mein Arm ist kaputt. Oh mein Gott.